Der Maul-DA-Laser ist der beliebteste Waffenlaser in Ghost Recon Breakpoint. Er ist sehr gut sichtbar, auch bei Tageslicht, und sieht einfach cool aus. In letzter Zeit habt ihr mich sehr häufig danach gefragt, wo ihr denn diesen Waffenlaser findet, und deshalb zeige ich euch das einfach mal ganz schnell. Und zwar befindet sich der Laser in Liberty am Flughafen. Ich zeige dir gleich auch noch auf der Karte ganz genau, wo das ist. Erstmal zeige ich dir jetzt, wenn du vom nördlichen Eingang her reinkommst, ist der Laser hier in diesem ersten Hangar. In diesem hier. Ich zeige dir auch noch ganz genau, wo die Kiste steht. Gehen wir hier einmal rein. Direkt hier hoch auf diese Plattform. Und hier ist die Kiste mit dem Maul-DA-Laser. Und da haben wir ihn. Der Maul-DA-Laser. Jetzt zeige ich hier noch auf der Karte ganz genau, wo das ist. Hier in diesem Hangar ist der Maul-DA-Laser zu finden. Und der Flughafen ist hier ganz am südlichen Ende von Liberty. Die beiden nächsten Biwaks sind hier einmal das Seal Passage Biwak und das Biwak auf Shelter Island. Viel Spaß damit!